Nee, das ist ja dein Part. Ja, stimmt. So, läuft deine? Meine läuft, ja. Ja, sehr gut, okay. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Remnant 2. Mit dem Rattenfutter Tamio. Du Arschloch. Das ja, was, da konnte ich ja nichts für. Ja, also da, ich aber auch nicht. Also ich hatte da ganz andere Probleme. Ja, das hat mich echt sehr überrascht, muss ich sagen. Das konnte ja keiner ahnen. Oh mein Gott, wie konnte das keiner ahnen? Ich bin völlig hin und hinweg. Alarm. Alarm im Darm. Nee, passt auf. Jungs, Mädels und diverse. Es gibt Informationen. Und zwar muss ich vielleicht das mal so anfangen. Unser Let's Play-Kanal, oder beziehungsweise so wie wir die Let's Play handeln, sind ja ein bisschen anders. Ist ja nicht so dieses 0815, dass wir einfach so blind reingehen und sagen, ja, wir gucken mal. Sondern ich bin immer so derjenige, der so ein paar Tipps, ein paar Infos holt. Damit man auch als Zuschauer so ein bisschen erfährt, oh, okay, das gibt es, das existiert, das ist cool und so weiter und so fort. Ich finde, das ist eine coole Sache, erstmal so an sich. Mhm. Bei dem Spiel ja, hätte ich lieber die Finger davon gelassen. Weil es ist dann doch ein sehr, sehr tiefgründiges Game, wenn man das so ansieht. Denn ich habe Solo mal angefangen und habe schon in den ersten 5 Minuten Dinge gesehen, die haben wir hier noch gar nicht gesehen. Das heißt, wir müssen nochmal anscheinend zurück und einiges nachholen, beziehungsweise. Nachholen oder neu erkunden oder. Ja. Beziehungsweise, man muss ja auch erstmal richtig lesen, denn es gibt ja. Das Problem hatten wir ja schon mal. Einen Hauptweg und einen Nebenweg. Und wir sind immer die ganze Zeit den Hauptweg gegangen. Wir sind also nie wirklich die Nebenwege gegangen. Weil wir das nie gesehen haben. Das ist zum Beispiel schon mal ein Tipp 1. Nebenwege sind. Ich habe jetzt gerade mal die Map auf. Hier könnt ihr das sehen. Wir gucken ja immer nur blind auf die Map und sehen, ah, da ist ein Punkt, da müssen wir hin, da ist rot, das müssen wir noch irgendwie frei machen und da mal durchlaufen. Ja. Der wird nämlich auch weiß und dann haben wir alles gesehen. Mhm. Ja, nee. Guck mal hier, Legende und so an der Seite. Ja, das. Weil Legende, was ist das? Kann ich nicht. Kann man das essen? Ja, genau. Das ist so schwierig. Da steht es doch alles. Entdeckt. Ja. Das sind so Entdeckpunkte. Jetzt gerade auch, wenn du die Map aufmachst, siehst du vor unserem Tor hier, das ist bereits entdeckt. Nee, ist eine Quest. Und nicht, da müssen wir hin. Boah. Ja, es ist schwierig. Es ein bisschen. Hauptsache, erstmal durchrennen. Und wir sind. Naja. Ja. Wir wären hier noch lange nicht eigentlich. Nee, bei weitem noch nicht, tatsächlich. Denn diese Nebenwege können ein Dungeon sein, es können aber auch ein Boss zum Beispiel sein und so weiter und so fort. Also das ist da so unterschiedlich, je nachdem wie die Kampagne aufgebaut ist. Dazu komme ich gleich noch. Denn, wie gesagt, ich habe in den ersten 5 Minuten ein Blutmondaltar gesehen. Das ist, wenn wir zum Beispiel mal das Inventar öffnen, haben wir ja diese Blutmond-Essenz bekommen. Diese fliegenden Perlen, die da so lila geleuchtet haben. Ja. Yeah. Die können wir tatsächlich eintauschen gegen Rüstung, gegen Waffen und so weiter. Ja. Beziehungsweise auch gegen eine Klasse. Dazu komme ich aber auch gleich noch. An sich generell habe ich auch schon letztes Mal gesagt, erkunden. Nach oben und auch nach unten erkunden. Nach links und rechts gucken. Also du musst wirklich jeden Abschnitt 3x4x umdrehen. Um zu wissen, okay, da geht's lang, da geht's nicht lang und so weiter und so fort. Das Problem ist jetzt aber auch, was ich vorhin angesprochen habe, mit der Kampagne. Die Kampagne kann am Ende nochmal neu gewürfelt werden. Das bedeutet, man erhält die komplette Rüstung so wie sie ist. Bleibt. Das ist so nur Game Plus. Die Kampagne fängt aber nochmal von vorn an. Und wie die Map aufgebaut ist, das verändert sich. Das ist prozentual generiert. Also das kann mal links abgehen, das kann mal hochgehen, das kann mal runtergehen und beim nächsten Mal musst du halt nach unten und dann wieder nach oben. Dann musst du da mal springen und so weiter. Also es ist prozentual generiert. Das ist halt das. Deswegen kann es passieren, dass da mal, wenn wir fertig sind mit dem Game, dass wir da nochmal, vielleicht nochmal die Kampagne anfangen auf einen höheren Schwierigkeitsgrad vielleicht. Und dann wird man sehen, dass da das eine oder andere sich komplett verändert hat.
weil es kann auch möglich sein, dass wenn du die Kampagne regenerierst oder beziehungsweise neu wirbelst, dass neue NPCs da sind nach dem ersten Mal durchspielen oder neue Bossgegner oder neue Gegner an sich oder neue Gegenstände und so weiter und so fort. Das gleiche gilt auch beim Abenteuermodus. Also das Ding ist richtig tief, das kann ich euch sagen. Ja. Dann gibt's noch weiter, dass mir hier mal ganz kurz wegkommen. Du kannst das nur einsehen, leider. Probieren wir den Checkpoint. Wir müssen mal Station 13. Ja, okay. Dann fass mal an den Stein. Achso, ja, ich muss ja mit anfassen, genau. Denn in den letzten Parts habe ich ja gesagt, so, ich weiß gar nicht, was es war. Das sah aus wie so ein Bügeleisen. So ein altmodisches. Und da habe ich gesagt, so, für was brauche ich denn das? Oder so eine Medaille. Was ist das für ein Quatsch? Das brauche ich doch nicht. Ja, doch. Die braucht man. Weil das deine Klasse ist, die du freischalten kannst. Oh. Ja. Denn wenn wir zum Beispiel mal, wo war das hiervon? War das bei ihr? Ich muss ganz kurz mal gucken. Ja. Was hast du im Angebot? Nee, bei ihr nicht. Bei ihm war das ja, genau. So viele Neue. Willkommen. Ja, ja. Ich habe gehört, dasselbe kann. Das Clementine gefunden? Okay. Ach, da. Tausch. Dieses altes Metallwerkzeug. Genau. Werkzeug. Das ist eine Klasse. Das musst du kaufen. Und dann musst du zu dem einen, wo man am Anfang beim Tutorial zu diesem, der auf dem Kran wohnt, sage ich jetzt mal, dahin gehen. Und damit kannst du dann die Klasse wechseln. Ah, okay. Ja, weil ich glaube, so viel kann ich schon mal sagen, man hat am Ende dann zwei Klassen. Also man ist eine Hauptklasse und eine Nebenklasse. Und das kann man dann hin und her wechseln. Okay, interessant. Es gibt aber auch noch versteckte Klassen. Da kenne ich tatsächlich nicht alle. Also ich habe mich da auch nicht komplett zuspoilern lassen. Belesen. Ja, oder belesen. Ja. Ich weiß aber, man kann eine Klasse freischalten und die ist relativ einfach, indem wir mit der Story so ein bisschen voranschreiten und dann mit dem hier sprechen und ihm die ganzen Stories, also der hat so Geschichten, die er halt so kennt oder gehört hat und so weiter, erzählen lassen. Und das sind, glaube ich, 25 Stories oder sowas, die er hat, und wenn wir damit fertig sind, also wenn wir da alles zugehört haben, dann schalten wir eine Klasse frei. Das ist so das Einzige, was ich weiß. Ja. Aber das sind so die kleinen Dinge, dass man halt doch nicht so oberflächlich mal das Spiel angucken soll, sondern man muss wirklich einen Köpfer rein. Ja. Ganz tief rein. Ja. Oder auch am Ende so die ganzen Stats da, was ja zum Beispiel dieses Power-Level und dies und das, dass halt die Stats so mit zwei Klassen zusammen funktionieren. Oder beziehungsweise, dass man auch die Hand oder die Nahkampfwaffe aufrüsten muss, damit man generell bessere Stats bekommt. Damit auch bessere Fragmente droppen für das Relikt. Oh, okay. Ja. Also du siehst schon, das ist am Ende doch ziemlich, ziemlich tief, das Spiel. Ja, durchaus. Ja. Könnte man denn quasi das Bügeleisen jetzt von dem Typen hier kaufen und dann... Könnte man, ja. Ich weiß aber nicht, ob man jetzt schon wechseln könnte. Das weiß ich nicht. Das Ding ist aber... Du musst die Klasse dann leveln. Du kannst sie entweder als Haupt machen oder als Neben. Wenn du die als Neben hast, dann levelt die so ein bisschen nebenbei. Aber die fängt immer von 1 an. Okay. Wenn du eine neue Klasse hast, bekommst dann... Dann lasse ich es noch. Ja, also klar, so weit sind wir noch nicht mit Zweitklasse und alles. Ja. Aber so ist erstmal so der Stand der Dinge. Okay. Tatsächlich. Also sind viele Informationen. Vielleicht könnte man denn den einen oder anderen da noch... ja, sag ich jetzt mal, schlau machen. Aber ja, das ist also, wir werden hier noch eine längere Zeit verweilen, möchte ich schon fast sagen. Durchaus, ja. Und was auch ganz wichtig ist, ist vielleicht auch noch ein kleiner Tipp. Man kann leider beim ersten Durchgang nicht alle Waffen aufrüsten. Man soll sich nur auf bestimmte fokussieren und die bis zum Ende behalten. Also wenn man sagt, okay, ein geiles Gewehr habe ich, das behalte ich, ja, dann bis zum Ende. Weil du kannst nicht 3, 4, 5 oder 7 Waffen aufrüsten, das geht leider nicht. Weil da dafür
die Währung fehlt dir, die Ressourcen fehlen dir und so weiter. Außer du spielst es halt 5, 6, 7, 8 Mal. Klar, dann hast du irgendwann mal am Ende alles voll, klar. Aber so am Anfang sollte man sich dann doch ein bisschen fokussieren, was man halt so am Ende haben will. Ja, das kann. So viel meiner Wenigkeit erstmal. Du weißt, wo du mich findest. Ja, mega. Das kann ja noch was werden hier. Durchaus. Du machst keinen Ärger. Wonach suchst du? Schaden. So, Das passt. Zwei Schüsse in die Mitte und einer in den Kopf. Guck mal, geschmiedete Eisen. Hab ich noch gar nicht so viel, weil da geht nämlich dann doch der Schaden doch rapide hoch. Wie findest du? Okay. Ja, in. Das brauche ich nicht. So, ich verkaufe aber trotzdem so für mich den Reliktstaub tatsächlich. Auch wenn man das gebrauchen könnte, zum Beispiel für diesen einen da drüben, da diesen, der haben wir uns den Muscle Tech nennt oder Puzzle Tech oder wie auch immer der uns nennt. Ja. Aber ich finde, Relikte findet man halt auch unterwegs auch. Eben, genau. Also bei dem findet man ja nur die ganzen Runensteine. Verarbeitete, verzögerte Wirkstoff und Ausdauer. Ja gut. Ja, das ist halt so. Umwandlung. Oh, nee, warte mal. Hier gibt's die Umwandlung. Siehst du das gerade? Die Vampirklinge? Vampirklinge? Ja, ich habe hier die, als Umwandlung habe ich die Vampirklinge. Dazu brauche ich aber noch zwei verdorbene Lumenti-Kristalle und die habe ich nicht. Oh, nee, nee, ich hab das nicht. Ich habe das ja einmal schon gekauft, tatsächlich. Um meine Nahkampfwaffe damit halt zu füttern. Okay. Du siehst nämlich, wenn du auf Tab gehst und auf deine Nahkampfwaffe gehst unten mit der Maus rüber hoverst, siehst du. Ach so, das, ja, okay. Dieses Teil da unten. Ach so. Wie kann Duell helfen? Ja, aber du sagtest ja auch. Entschuldigung. Dass beim Gewehr zum Beispiel. Diese Umwandlung, hast du mich ja mal gefragt, was das ist. Das kann man also bei dem hier kaufen. Warte mal, beim Gewehr. Ja, da war doch immer dieses. Da hast du mich gefragt, so, was ist diese Umwandlung? Ach ja, das kann ich ja auch damit reinsetzen. Stimmt. Ja, das, okay, das wusste ich zum Beispiel jetzt auch wieder nicht. Weil ich hätte das jetzt tatsächlich knallhart verkauft. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass man das hier so kaufen kann, aber okay. Ja. Ja, nee, mach das mal nicht. Nee, mach's also mal nicht. Echt Mutschaden? Nahkampfschaden? Schaden. Nahkampf. Okay, ja, nee, also dann doch nichts verkaufen. Schade, scheiße, ich brauche Geld. Weil beim Solo. Was willst du denn kaufen? Ich habe tatsächlich beim Solo. Hab ich den. Oh, wie nennt sich das? Jäger oder irgendwie sowas genommen. Der hat so dieses Gewehr. Mhm. Und da bin aber dann rüber zum. Zu Blackmore AR-47. Das ist halt 38 Schuss, ist so ein Sturmgewehr, sage ich jetzt mal. Ja. Und macht echt gut Schaden. Und auch für die Reichweite ist es halt viel besser. Was willst du, Fremdling? Deswegen werde ich das für mich schon kaufen. Wie heißt das? Sag mal. Blackmore AR-47. Das ist das dritte von oben. Also bei mir jedenfalls. Oh ne, das habe ich bei mir nicht. Blackmore AR. Ich hab eine AS-10 Bulldogge. Ja genau, und rechts daneben? Rechts daneben habe ich, eine Wrangler 1860.
Was hast du für eine Waffe? Also die du jetzt gerade ausgerüstet hast, was ist das für eine Waffe? Das ist die Blackmore AR-47. Oh. Du hast das Gewehr dann also schon. Das hatte ich auch tatsächlich zu Anfang an schon. Ach so, oh, okay. Ja, nun. Nee, weil das würde ich mir tatsächlich auch mitkaufen. Weil das hat mir echt gut gefallen, das Gewehr. Das war, das macht gut Schaden. Ja. Also. Ich meine, klar, Maschinengewehr. Schön und gut. Ja, natürlich. Aber hier kannst du kannst ja auch drückt halten und schießt ja relativ schnell. Ja, eben. Es hat ja auch fast 40 Schuss, aber dafür höhere Reichweite, höhere Genauigkeit und der Schaden ist relativ gleich. Ich habe mein Maschinengewehr auf 7 und das macht gerade mal 20 Schaden. Mm, okay. Und das hier ist noch bei 0 und das macht erstmal schon 17. Ja. Ja. Deswegen werde ich mir. Ich weiß gar nicht, auf welcher Stufe ich meins habe, aber es macht jetzt schon 23,8 Schaden. Ja, siehst du. Also das ist schon. Dann noch mit Brandmunition und sowas, ne? Genau, also das ist dann schon ein ganz anderer Schnack, möchte ich schon fast sagen. Ja. Ja, deswegen würde ich das mal so machen. Make it so. Ja, was geht? Okay. Alter Schwede. Altmetall brauchen wir sehr viel. Ja. Was willst du jetzt? Leck mir am Arsch. Was brauchst du? Das heißt, irgendwann brauchen wir ja auch nicht mehr die ganz normalen, kleineren Eisenteile oder sowas. Genau. Ne, weil die kann man dann irgendwann verkaufen. Beziehungsweise dann für eine andere Waffe dann aufrüsten. Ja, genau. Ja, genau. So, also, wie gesagt, das ist dann erstmal so die Information. Den ersten 17 Minuten. Vielleicht hat es geholfen, vielleicht auch nicht, vielleicht weiß man schon. Aber ich fand das doch mal sehr interessant. Dass wir diese Informationen mal herausgeben. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, wollen wir dann einfach mal zu Yaesha zurück, also zum Wald quasi? Ich würde sagen, wir gehen mal wirklich den Wald wieder neu entlang. Und jetzt wissen wir ja, okay, das ist Nebenweg, das ist Hauptweg. Ja. Jetzt habe ich hier bei mir stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Plätze, wo wir hingehen können zur Auswahl. Einmal den Witwenhof, der große Baumstamm, der rote Thron, ne, verwelkte Wald, Indiras Ende, Saatnexus, verdrehte Kantonei, ferner Wald und Nester Kuarakuri. Und tatsächlich noch einige Fragezeichen hier auf der Map, da waren wir dann noch nicht. Ja, ja, genau, also du siehst ja, es ist so, wir sind schon im zweiten Gebiet und das erste Gebiet ist noch nicht mal fertig. Wenn ich jetzt wüsste, wie das erste Gebiet hieß, also wenn man halt wirklich nach dem Tutorial dann anfängt, wie hieß das nochmal? Ja, warte. Ferner Wald, einfach nur. Ferner Wald, okay, ja, dann ja. Weil das war tatsächlich witzig. Ich gehe halt so die Treppen runter, also bei meinem Spielstand geht so die Treppen runter, nach rechts und da sitzt so eine Pflanze einfach. Und ich denke mir so, ja, wieso denn? Ja, da redet er mit dir und da ist verwelkt und dies und das und hast du nicht gesehen. Ist es das? Nicht ganz, oder? Ja, doch, genau. Doch? Das müsste es. Wo wir am aller Anfang anfangen? Am aller Anfang anfangen, geil. Ja, ja, Ich kann es ehrlich gesagt jetzt gar nicht genau sagen. Ich weil auch das nicht. Sah halt, das war halt der Wald am Anfang. Ja. Ich kann dir aber nicht genau sagen. Ich weiß es nämlich auch gerade nicht. Oh, da was ist er. Blutmondaltar. Ja? Da ist er tatsächlich einer. Komm mal mit. Ja. Vielleicht finden wir auch dann den Typen. Weil der hatte mir dann gesagt, ja, kannst du was für mich erledigen?
Ist doch nicht klar, Digi, kann man machen. Mhm. Ja, du musst den und den erledigen. Oh gut, dachte ich mir, war ja schön und gut. Ja, das war die Saatmutter. Das war so ein scheiß Boss. Wow, okay. Ja, gegen Ende hin. Habe ich dann echt so ein bisschen blöde geschaut, muss man sagen. So. Und ich sehe auch bei mir auf der Map, ist halt nur die Hälfte erstmal frei. Ah, okay. Deswegen. Müssen wir mal hier ganz kurz. Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat. Warte mal, aber wie ging's weiter? Scheiße! Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. Ja. Mein Gott. Dass du das nicht weißt. Ah, das. Ah, kennst du das, wenn das so auf der Zunge liegt oder so auf der Stirn so liegt? Ja, auf der Stirn auch. Ja, das ist schwierig. Ach, da oben ist der hier, Little Bird. Ja gut, da. Ach so, stimmt, siehst du? Weiß man auch noch nicht, was das ist. Ja, hier, kommen Sie mal rein. Ach so, geht noch nicht. Scheiße. Der liegt hier dahinter. Liegt nämlich der Blutaltar. Okay. Das ist krass, bei uns ist er verschlossen. Bei mir war er halt 5 Minuten entfernt. Ja, das ist halt dieses, random. Genau, das prozentual halt. Ja. Aber wie kommen wir da rein? Hat bestimmt irgendwas mit dem Vogel zu tun, oder? Stimmt. Dass der irgendwie den Schlüssel hat und dann. Ja, da oben liegt ja was hinter seinen Krallen. Hm, genau. Aber ich weiß noch nicht, wie wir da rankommen oder was der braucht. Ja, der sagt ja auch nichts. Er macht seinen Schnabel nicht auf. Nee. Macht einfach nicht, die Sau. Ist ein Vogel, aber ja. Ja. Vogelsau. Vogelsau. Oh, lol. Helfer Level 7, bin ich aufgestiegen jetzt. Wobei. Okay. Ich hab hier jemanden eliminiert, okay. Ja, danke, Dave. Du, ach, da bin ich doch Kollege. Ja, das weiß ich. Da bist du. Da gönn ich doch. Oh, Altmetall. Ja, ist auch gut. Ja. Da gönnt er auch. Boah. Boah. Der Brutzel. Oh. Sehr gut. Danke. Hätte man im Kampf gebraucht, aber ja. Ach. Das braucht keiner. Ach so, ja gut, nö, dann nicht. So, was haben wir hier hinten? Wenn wir den finden würden, ey, das wäre schon mal die halbe Miete. Kommt halt auch wieder drauf an, ob er bei uns gespawnt ist oder man die Kampagne dann irgendwann neu anfangen muss. Das ist halt auch so eine Frage an sich. Mädchen, lass mich doch in Ruhe. Hier. Hier liegt halt noch so viel Zeug rum, dass also. Huch. Ja, gut. Das ganze Gebiet hier ist bei mir noch rot. Hm?
Nee, dann, ich dachte, da wäre was an Eisen gewesen oder so, aber nö. Ach so. So, hier haben wir auch wieder einen Durchgang. Eine Kiste sogar. Guck mal an. Hm. Okay, Rückstoß. Auch nochmal was. Nett. Oh Gott. Ich bin gerade hier irgendwo, wo noch alles rot ist. Ja, ich auch hier bei mir. Das krasse ist, hier, genau, hier ist so nämlich ein Nebeneingang bei mir. Und der ist noch unerforscht. Okay. Komisch, von der Seite kamen wir nicht, aber trotzdem war es eine Kiste gewesen, die wir schon geöffnet hatten. Ja, ah, okay, jetzt ist hier alles wieder weiß. Hier waren wir also dann doch schon auf der Seite. Wo ist er denn? Oder ach, hin? Da oben. Ja, genau, da war ich nämlich auch noch nicht, wo du gerade bist. Ja. Da würde ich gerne mal dazu stoßen. Ja, mach das. Weil zum Glück ist das erste Gebiet, da ist hier. Also das ist ja lächerlich hier, die Gegner. Oh. Er sagt oh. Hier ist, Moment, Karte aufmachen, Legende, was heißt es? Unerforscht. Ja, bei mir, unerforscht. Bei mir nämlich auch. Okay. Ja, wo sollen wir denn, ist er denn? Ach, du kommst ja gerade um die Ecke. Genau. Sollen wir denn da durch gleich, oder was? Ja, wenn ich einmal da bin. Ja, ne? So. Der Nebenweg. Oh, halt dich gleich mal. Ja, aber du siehst, die Hälfte hast du mal vergessen. Ja, tatsächlich. Ja. Okay. Ich muss wirklich mal gucken, wie das hier heißt. Das Klagelied. Ah, das Klagelied, genau. Ja, okay. Hier ist eine Tür, ich weiß nicht, ob die aufgeht jetzt. Das Klagelied. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Ort. Wir sollten weitergehen. Ach so, ja gut. Oh, natürlich, klar. Kommen Sie herein. Hm. Oh. Was war das? Was war das? Was ist das? Oh nein. Oh, schön. Hätte ich schubsen? Hallo. Auf da. Aua. Ja, nun, lauf. Hm. Lauf nicht! Komm nochmal zurück. Ich weiß das zu schätzen. Ähm.
Also die kommen einmal links und einmal rechts. Ja. Rechts, links. Rechts, links. Kann ich da nicht... Ja, easy. Ach, da kommen die von hinten. Was hast du gemacht? Die kamen von hinten. Ich stehe halt immer noch. Ah, warte mal. Ich gehe mal hier weiter und bin gleich um die Ecke. Oh, danke. Ja, bleib mal hier. Ich schulde dir was. Ja. Knie dich hin. Ich weiß das zu schätzen. Wie knie ich denn nochmal? Alt ist ja G. Ach ja. Diese Pfeile, die ziehen über uns hinweg, ja? Ja, ja. Und hier wurden Bodenplatten. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht gut. Danke dafür. Nö, Tamiro, wir nehmen deinen Weg. Ist doch klar. Bin ich voll dafür. Komm halt auch noch von oben. Ja, die kommen da oben raus. Aber warum ging das nicht mit dem Knie? Wurdest du denn von den Fallen, die von vorne kamen, getroffen? Nee. Das waren die, die von oben kamen. So weit war ich noch nicht mal von. Das sieht nicht gut aus. Heilige Scheiße. Die kommen jetzt von hinten. Ja, treffen. Alter Schwede. Ah, okay. Das ist. Das gibt's doch nicht. Danke. Vielen Dank. Ja, genau. Ja, das ist. Halt ganz großer Tönnef. Dein Hund kann nicht. Ach ne, geht er nicht, ne? Ne, ne. Na, warte. Danke. Ne. Ne, da müssen wir tatsächlich durch, ohne dass wir halt einen Hit bekommen. Ja. Boah, nun. Ja, kriegen wir hin. Ich belese mich nochmal kurz. Ja, ja, nee, scheiße. Also das müsste ja gehen normalerweise. Ja. Wieso? Das verstehe ich nicht. Okay. Ja, egal welches Emote du machst oder irgendwie sowas, du kriegst dann halt sofort eine drauf. Das wird mir später wehtun. Das wird mir später wehtun. Ja, dann, Weiß ich nicht, geh du hast mal vor, vielleicht haben wir uns irgendwie da ein bisschen geschubst, sag ich jetzt mal. Ja, ist egal. La, luf du vor. Weil sonst verschwendest du deine Heilung bei mir. Das ist dann auch doof. Da gucke ich bei dir zu. Verstehe ich nicht. Da war mein Hintern zu hoch. Es ist spontan fett geworden.
Ja, der Hund hat's gut. Ja. Ja, du musst dann halt... Hier ist auch nichts dran. Du musst dann halt wirklich schnell, wenn der eine Fall von hinten kommt, dann schnell drüber. Das musst du dann halt wirklich zeitlich abpassen. Beziehungsweise dann auch von oben halt. Jetzt. Oh. Wow. Nicht gut. Vielen Dank. Jetzt. Ah. Na. Jetzt. Ah, okay, ja, hab ich. Jetzt. Es kommen zu anderen Zeitpunkten als der andere. Ja, das. Ich guck immer, wenn der hinterste bei dir vorbei macht, dann gucke ich nach die oberen. Und sobald die oberste von unten runterkommt, dann musst du los. Wow, echt jetzt? Ja. Oh, den Lachs. Entgegner. Ja, ist das mit dem Hebel jetzt eine Falle? Weiß ich. Ich glaube eher, dass es hier dafür aufgeht, oder? Ja, okay. Also, hoffe ich. Ich dachte, es wäre eine Falle, dass so ein riesiger... hier, so eine Abrissbirne von der Seite kommt oder sowas. Zu viel Indiana Jones, Tamiro. Ja, aber ist ja so. So ein bisschen, die kannst du alles an, die kannst du alles an Fallen einbauen. Ja, so richtig, ja. Das ist ein Souls-like, also von daher. Deswegen war ja aber auch die Frage, weil hier stand ja auch E dran, deswegen drücke ich das oder gebe ich hier den, das Ding ein oder nicht? Oh, du kannst vor. Du kannst wieder vor. Ich kann wieder nach vorne kommen, ja, ne? Ja, da. Weil das Ding ist ja jetzt auf der rechten Seite. Nein, nicht da lang. Hier und dann links. Weil das ist auch aufgegangen. Ah, dann kannst du vor und dann mich holen. Oder ist das dann... Oder warte mal. Ist dann hier alles wieder zu? Ja, ja, es wird dann resettet. Ja, dann hol mich nicht. Ja, wir können es doch mal probieren natürlich, wenn du dich gut anstellst. Ja, ich kann auch warten vorne. Dann machst du das hier alleine auch, und dann... Ja, weil das ist ja auch wieder ein Rätsel hier an sich. Das sind wieder diese Symbole. Oh, das ist ein Pokéball. Oh, ja. Gonna catch them all. Tja, das was lila ist. Ja, kacke, ne? Ich schreibe dies jetzt langsam, weil ich weiß, dass du nicht schnell lesen kannst. Hä? Was? Was? Ich schreibe langsam, weil du nicht schnell lesen kannst. Hä? Der geheimnisvolle Marquis. Marquis ist ein bisschen Lore, was wir hier... Die Witwe der Witwe. Hm. Ja, komm. Haben wir gelesen. Ist so ein bisschen eine Hintergrundstory. Ja. Oh ja, davon wieder. Ja, das würde mich halt interessieren. Ist das Rätsel dann zurückgesetzt oder? Weil das wird stellenweise ein bisschen knackig für dich.
Uff. Verdammter Mist. Ah, ich kann mich auch. Ah, doch, kann ich. Oh, Hund! Was ist mit dir geschehen? Oh, lol. Gut. Okay. Ich glaube, die Waffe, die ist gut. Ich glaube auch. Hm. Ich schulde dir was. Blau. Oh. Gutes Ding. Sehr gut. Weiterer Eigenschaftspoint. Da ist ein Sarg, der man aufmachen kann. Ja. Diesmal bin ich nicht da. Muss er alleine machen. Sag ich doch. Bitte nicht, nein, danke. Das ist, Was hast du gesagt? Ja, nee, ist okay. Ja, nun. Ja, Dave, das war ja. Das, du bist über zwei Hürden gesprungen. Das war eine gute Leistung. Okay. Ja, auch. Das ist mehr, als ich im Sport konnte. Ja. Im Sport habe ich dann im Ziel alle mitgenommen. Oder beziehungsweise alle abgestellt. Das kenne ich. Ja, bitte. Ich dachte, wir sollten die einsammeln. Die Scheißdinger kam ich nie. Wie oft ich mich da auf die Fresse geledert habe. Alter Finne. Na, wo kommt er? Ich denke auch immer jedes Mal, wenn diese Trompete da anfängt oder was, das ist da, denke ich auch immer, klar, das kommt gleich Bondo oder irgendwie sowas. Ja, echt so, ne? Oh, so ein Dicker. Wow. What? Ich sag ja, also Solo ist das Spiel halt ein echt ganz anderer Schnack. Ja, durchaus. Das kann ich dir sagen, also, boah. So, wir gucken mal. Und nun hab ich ja Hilfe, ne? Nun, Oh, sag bloß. Das resettet nicht. Okay, das ist geil gemacht, dann. Das ist zumindest dieser Abschnitt hier. Wahrscheinlich war das hier so ein kleiner Checkpoint oder so. Ja. Okay, das ist aber dann geil gemacht, dass sie daran gedacht haben. Ja. Ah, das Spiel kriegt immer mehr Pluspunkte. Mag ich. Ach ja. Oh, lol. Wow, okay. Ach, krass. Wenn man die miteinander verbindet? Ach so. Ja. So funktioniert die Mod. Ja, nun, also. Durchaus. Durchaus gut. Huch. Weiter so. Ja, ja. Frei.
gehe mal hier lang. Ja. Oh. Ah ja. Ja, Pille, Palle. Also das war ja nun nix. Nachladen. Nachladen. Reload. Ja, machst du nix. Nee, also... Lächerlich. Was kann der? Erhöht gewonnene Erfahrung um 10%. Was für Erfahrung? Erfahrung. Also ich denke mal hier vom Charakter. Ah, okay. Könnte ein bisschen schneller. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja, aber was nimmt man da raus halt? Mod-Schaden erhöhen, Heilungseffekt des Relikts. Ja, wir sind ganz gut aufgestellt, so was das angeht, ne? Ja. Obwohl halt Heileffekt des Relikts. Relikt ist halt dieses Herz da, warte, das ist das Drachenherz. Hm. Ja, Ich glaube, wenn wir alles abgehen, dann kriegen wir auch so genug Erfahrung. Glaube ich mal. Ja. Ich denke auch. Und wenn, dann gibt es ja immer noch New Game Plus. Oh. Dahinter könnte was sein. Ja. Sockel aktivieren. Hoch, runter, weiter. Oh, vorrangig. Da sind die ganzen Zeichen drauf von den Leuten, die hier liegen. Oh, scheiße, das sind Schlüssel. Und das sieht hier genauso aus. Das bewegt sich mit. Oh. Oh, leck mich doch. Okay. Aber wie? Gibt es hier eine Reihenfolge? Ich meine, wie viele Leute liegen hier? Das sind doch mehr als Zeichen da drauf sind, oder nicht? Ja, das sind 5 Leute, oder? Ach nee, es sind 1, ja noch 2, mehr. 3, 4, nee, unten ja auch noch und unter uns ja auch noch. Aber die Zeichen sind vielleicht nicht so viele. Ah nee, genau, richtig. Das Zeichen hier hinten oder da vorne. Da. Ja. Das ist auch das Zeichen hier. Ja, genau. Oh, hast du das aufgemacht hier? Das habe ich gerade aufgemacht, ja. Achso, dann können wir runtergehen wahrscheinlich. Ach so, hier sind wir. Alles klar. Ja, gut. Ja, okay. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Ja gut. Ja, hier gehe ich noch nicht entlang. Das ist ja wohl mal klar. Wo sitzt neben dir? Ja, was ist denn da unten? Ja, das weiß ich nicht. Geht's dann vielleicht weiter? Also auf jeden Fall ist es eine Treppe, eine Leiter. Das ist schon mal gut. Ja. Riese im Anmarsch. Riese? Riese im Anmarsch. Riese im Anmarsch. So, na klar. Idiot. Moment.
Moment, muss nachladen. Aber echt einmal, hey. So ist er, was? Das geht aber auch tief runter hier. So, ich sehe es an der Map, es ist noch einiges hier. Oh, hier kannst du aber... Oh, ein Jump-Puzzle? Ernsthaft? Oh Gott. Ja, ja, aber nicht nur Jump-Puzzle, sondern Jump-Puzzle mit Abgrund. Ach, fuck. So weit kann ich doch gar nicht springen, oder? Und da sind auch die ganzen Zeichen drauf. Ja, genau. Genau. Vielleicht müssen wir erst das Puzzle machen, damit wir dann irgendwas freischalten, damit wir dann hier lang weiter können. Oder vielleicht springe ich einfach. Ja, oder vielleicht lässt es auch einfach bleiben. Vielleicht springe ich einfach. Du kannst nicht springen. Doch, kann ich. Also nicht bitte? Selbst hier, aber bitte? Automatisch. Zeig. Was? Mr. Großkotz will hier jetzt gerade hier einen Helden machen? Fuck off. Ja, da guckt Rex mich aber auch gerade blöd an. Ja, okay. Also du musst wirklich auf eine landen, sonst rollst du dich halt ab und fällst hinten runter. Next, please. Ja, aber das Rätsel oben, da kommen wir doch dann wieder nicht hin, oder nicht? Ja, ich meine, ich bin jetzt sowieso tot. Jetzt spring du doch mal da lang. Du machst das schon. Du kriegst das hin. Ich glaube ganz fest an dich. Auf den bin ich gesprungen, wenn du gerade anguckst, aber da rollst du dich halt ab. Ja. Vielleicht. No. Ich komme mal hinterher. Ich dachte, das war man halt so nach und nach. Ja, na, wie gesagt, so schnell ging es natürlich nicht weiter runter. Nun. Ja, na gut. Vielleicht machen wir das nochmal. Ich bin immer noch froh, dass wir deinen Weg gegangen sind. Also das ist... Mein was? Dass wir deinen Weg gegangen sind. Ja. So, was haben wir hier? Hier ist auch nochmal das Symbol. Oh. Ja, hier, das da. Machst du schon mal... Oh. Ach so, ja, das ist ja... Oh, yes, hier sehe ich auch. Ja, das weiß ich. Aber was ist denn... Was ist denn die richtige Kombination? Gibt es überhaupt eine Kombination? Das weiß ich nicht. Ah, hier unten ist der Pokéball. Ach ja. Aber konnte man nicht hier irgendwo wieder hochspringen oder ging das nicht? Ja, irgendwo gibt es da keine Abkürzung, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das dann da vorne war. Das war noch bei den Dingens. Pfeil geschossen da. Ah, Seite. Okay. Hm. Ach stimmt, bei dem Hebel war das doch. Ja. Genau, ja. Hier konnte man hoch. Geh da mal wieder hoch. Was? Ja, hier beim Hebel. Da kann man tatsächlich wieder hoch. Was? Wieso rufst du denn Scheiße? Hier ist eine Truhe. Warte, ich weiß gar nicht, wo du bist. Beim Hebel. Ich bin links hochgesprungen. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Das ist, kann ich da durch? Nee.
Das sieht ja komisch aus. Das sieht, sonst könnte man da durch. Ja, ne? Also wenn ich jetzt hier bei der Forest wäre, da würde ich sich durchzwängen. Ja, das stimmt. Huch. Ne, ich bin gerade hier rechts hoch. Ja. Und ach, da so, war eine da, Kiste. Dieser Hebel, ja, ja, gut, klar. Ja. Und geht aber, glaube ich, links, ne? Ja. So, also, pff, ja. Ja. Nochmal ein bisschen springen? Ich probiere jetzt gerade mal, wie viele Symbole sind das hier erstmal? Das sind? Das sind so viele, wie bei dem Kreis da oben sind, genau. Ja. Aber müssen die hier die Symbole sein? Also hier? Aufgereiht sein, oder? Das sind ja dann vier. Aber... Ja, aber die haben wesentlich mehr Symbole hier. Vier. Ja, manche davon... Aber vielleicht sind das nur die Symbole, die hier liegen. Die, ach ne, es sind fünf, die liegen oben. Also es gibt den Pokéball, es gibt dieses komische Weser jetzt mal. Ja. Hm, es gibt dieses Portal-ähnliche. Kreis mit Dreieck. Hammer. Ein Hammer? Ja, also das eine sieht aus wie ein Hammer. Das unterste. Ach so, das. Ja, das andere sieht aus wie so eine Solarlampe im Garten. Du hast eine Fantasie. Du, das glaub mir mal. Das, das brauchen wir bei so einem Scheiß. So, aber wonach richtet sich das? Richtet sich das nach die vier? Das ist ja dann... Hammer? Oder Hammer nicht? Wie viele Möglichkeiten es einfach gibt. Ja, leider. So, was tut es? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ach so. Hm. Oh, ich habe ja noch einen 4-Punkt verfügbar. Ja. Eigenschaften. Hammer. Hammer. Hm. In welche Richtung wird das ange... Hammer. Dann dieses komische Zeichen. Dann dieses Uhu-Zeichen. Und was ist das vierte? Ach, dieser der Kopf mit der Mähne. Frag nicht, ich weiß, was gemeint ist. Nö. Hat sich wieder zurückgesetzt. Das ist echt ein bisschen... Das ist komisch. Vor allem, warum gibt es auch mehrere solche Symbole? Was ist denn das dahinter? Ach so, okay. Das ist jetzt nur eine Theorie, die ich im Kopf habe. Es gibt 1, 2. Hm. 1, 2, 3 Mal eine Leiche mit zum Hammer-Symbol, also mit dem Hammer. Ich nenne es Hammer. Meinst du, ja, das hat was damit zu tun? Wie viel hier irgendwie liegen? Aber ich in welche Richtung keine dann? Keine Ahnung. Die Frage ist dann, was ist dann außen, was ist innen?
Ja, genau. Weil das hier zum Beispiel gibt's dreimal. Ja. So, also was außen ist da. So, was gibt's noch mehrmals? Es gibt dieses 1, 2 und 1, 2. Es gibt dreimal. Gibt's. Warte, 1, 2, 3. Ja, es gibt dreimal dieses, dieses Gesicht mit den Haaren. Tamiro hat keine Ahnung, von was ich rede. Nee. Das, warte. Also. Das da, das meine ich. Ja. Das Symbol, das gibt's dreimal. Das gibt's nur drei, das gibt's dreimal. Ja. Deswegen das mal weiter drehen. Also Richtung zu den Säulen hier oder was das ist. Welches weiter drin? Das ganz außen oder was? Das hier. Ja. So? Ja, das gab's halt wie gesagt dreimal. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier halt dahin zeigen muss. Sicher bin ich mir aber nicht. So, was ist das nächste, was es vier gibt? Hm. Eins. Voilà. Zweimal. Eins. Was zum Fick hast du gemacht? What the fuck? Was? Der Rest, der da schon stand, war richtig. Ich hab nur den Kreis einmal gedreht, nochmal, den du, wo du das Symbol haben wolltest. Den habe ich einfach nochmal. Kennst du das von Homer Simpson, die eine Szene, wo Homer da sitzt, so in der Küche, glaube ich, mit der Zunge nach draußen, wo die Sabber einfach runterläuft? Ja. So sitze ich gerade da. Wie zum Fick hast du aus diesen tausenden von Möglichkeiten das herausgefunden? Ja, ich kenne das Spiel halt. Ich habe es auch schon dreimal mit einem Charakter durchgespielt. Ach komm, weißt du, und ich erzähle ja am Anfang 17 Minuten irgendwas von Tipps oder was? Nein, echt, keine Ahnung. Diese drei, außer die eine Reihe, außer der zweite Außen da, ja. Ne? Ja. Die drei waren irgendwie schon drin. Die habe ich ja wild zusammengewürfelt gerade, hast du ja gesehen. Ja, ja. Ja, und irgendwie. Ja, da haben wir aber ja schon mal richtig. Genau, ja. Und dann habe ich einfach nur den Kreis nochmal gedreht, den du halt da haben wolltest. Nee, also auf den Schock muss ich ganz ehrlich sagen, da brauche ich erstmal eine Pause. Ja, machen wir auch. Bis dahin, also. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich raff es trotzdem immer noch nicht. Ich auch nicht. Weil ich dachte so, okay, es gibt halt dreimal diesen Hammer, es gibt halt dreimal das Symbol, das halt irgendwie so von der Menge abhängt. Ja. Dann hätte man sich sowas würfeln können, aber. Woran erkennt man so, wer hochrangig ist? Gut, hätte man vielleicht in der Story vielleicht aufpassen müssen oder sowas vielleicht. Vielleicht gab es irgendwo ein Dokument, wo drin steht, blaues Tuch ist gleich so und so viel und... Ja, ach, keine Ahnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir auch irgendwie vollkommen egal, die Tür ist auf. Das ist richtig. Nein, ich will trotzdem wissen, wieso das so ist, aber... Ich habe keine Ahnung, also da werde ich tatsächlich mal in die Komplettlösung reingucken, was da der Sinn da ist. Was? Wow. Wie geil. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder, Freunde der Sonne. Danke für die nette Stunde, die ihr uns zugeschaut habt. Richtig. Und bis zur nächsten Stunde. Tschüss. Tschüss.